Utz, 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 utz. Yo, peace, Leute, was geht? Ich dachte, ich packe uns mal ein bisschen Groovy-Funk-Musik in den Hintergrund. Nein, das hat nichts mit Funk Royale zu tun. Witzig, over and out. Ich kann nicht tanzen, habe ich das schon mal erwähnt. Ich sehe in der Disco genauso bescheuert aus wie das, was ich gerade getan habe. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich wollte weiter an meinem Berg buddeln und in der letzten Folge haben wir über Dinge geredet, an die ich mich nicht mehr erinnere. Good job, honey. Good job. Wir kommen halt noch nicht so ganz voran hier in unserer Minecraft-Buddelwelt. Ist eigentlich Tag geworden gerade? Ich meinte, es wäre wieder dunkel gewesen, als ich mich eingeloggt habe. Da muss man immer auf Creeper aufpassen, die uns dann töten wollen. Was heißt voll? Sie schaffen das ja auch. Ich wollte mir, glaube ich, eine eisensche Pizzhacke machen und das schon mal ausbauen. Ich denke, das ist ein guter Plan. Hatten wir noch Eisen? Ja, hatten wir. Wir hatten in der Höhle noch mehr Eisen, nicht wahr? Ja, hatten wir. Sollten wir... Mann, ey! Sollten wir vielleicht mal in Betracht ziehen, uns darum zu kümmern, das auch noch zu holen. Aber erstmal geht es darum, hier ordentlich aufzuräumen. Dieses etwas andere Holz. Ich habe noch 1000 Bögen bekommen. Entschuldigung. Ich mag den Beat. Ich hoffe, es ist laut genug, dass ihr den auch mitkriegt, den Beat. Ich mache ihn mal lauter. Sechs. Brauchen wir mehr? Problem haben wir hier. Brauche ich erstmal nicht. Auch Mülleimer. Ah, oh, ist die coole Utz-Utz-Musik weg. Komm, der ist eh fast kaputt. Oh, kein Hütchen. Das wäre so cool gewesen, wenn da so ein Hühnchen rausgekommen wäre, ey. Wenn da so ein Hühnchen rausgekommen wäre, hätte ich das richtig gefeiert. Was ist denn so ein Trippelhühnchen? Drei Hühner aus einem Ei ist nämlich möglich. Wir haben auch schon fünf Hühner aus einem Ei gesehen. Ich glaube, jetzt muss ich wieder ein bisschen leiser machen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich bin mit dem Soundbalancing momentan echt auf Kriegsfuß. Das Geräusch habe nicht ich gemacht. Das war in dem Video. In dem Lied-Video. Ich bin ein bisschen passé heute. Also mein Kopf. Also eigentlich alles wie immer, Leute. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so matschig im Schädel bin. Ich habe sehr lange geschlafen. Ich habe 12 Stunden geschlafen. Das bekommt mir nie sonderlich gut. Aber es ist Winter und mein Vitamin-D-Spiegel sinkt wieder und dann bin ich dauermüde. Und mein Eisenspiegel ist sowieso irgendwie, glaube ich, im Minusbereich inzwischen. Da ist man dann dauermüde und völlig fertig mit den Nerven. Wobei mein... Das bitte lassen. Das ist gruselig. Wobei meinen Nerven geht's eigentlich ganz gut. Doch. Obwohl ich hier weiß, was ich jetzt an Steuern zahlen muss, geht's meinen Nerven erstaunlich gut. Ja. Also es ist echt ungünstig, wenn man selbstständig ist. Es ist echt, weil... Also, du musst dir überlegen, Privatausgaben kannst du eigentlich fast gar nicht tätigen. Weil, ich meine, es ist ja, wir hatten halt recht viele Kosten in den letzten Jahren, durch die vielen Todesfälle und nachdem jetzt meine Oma ja gestorben ist und ich mich um die Wohnungsauflösung und alles finanziell gekümmert habe, war dann da ein so mehrstelliger Betrag von meinem Bankkonto plötzlich weg, dass, naja, man soll ja nicht über Geld jammern, aber man sollte sich immer im Klaren darüber sein, wie wichtig es doch ist, Geld zu sparen und zurückzulegen. Das habe ich Gott sei Dank getan und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Spart euer Geld, denn ihr werdet es in Notfällen dringend brauchen. Spart euer Geld. Ist wirklich nichts Schlimmes. Auch immer, wenn ich sehe teilweise, wie viel Taschengeld ausgegeben wird, gerade so für die ganzen Produkte, die YouTuber toll finden und anpreisen, da würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Also ich
bin da ein bisschen vorsichtig, auch mal, ich würde auch ganz gerne bei Leuten mal fragen, ey, sag doch mal Headset und was benutzt du da und ein Mikrofon und bla und blub. Und ich möchte das immer gar nicht gerne sagen, weil vielleicht kommt dann tatsächlich irgendeiner auf den Gedanken, dass er sich das kaufen möchte. Und das Mikrofon, was ich benutze, benutze ich halt auch zum Arbeiten und für YouTube. Und das ist halt ein teures Mikrofon und mein Soundsetting-System und alles, es ist halt alles recht kostspielig, wenn man das dann auch haben will. Und ich möchte nicht Jugendliche auf die falschen Gedanken bringen. Also ich finde das immer schon schwierig bei so Kanälen, die gerade Beauty-Produkte vorstellen, die sehr teuer sind. Deswegen habe ich ja auch bei meinem Make-up-Video extra mehrfach darauf hingewiesen, dass das Zeug kacke teuer ist und dass es bessere Alternativen gibt, wenn man halt eben besonders nicht so ich allergisch Mensch tutentut sein ist. Das ist echt ätzend. Ich habe jetzt ziemlich viel ausprobiert. Ich habe noch eine Kosmetiklinie gefunden, die ist sogar 100% vegan und macht keine Tierversuche, aber die ist noch teurer als MAC. Aber die vertrage ich und da kriegt man eine Babyhaut und diese ganzen Poren sind total toll. Ich wusste ja gar nicht, dass man keine dunklen Poren haben kann. Also, dass die Punkte, die man da auf der Nase hat, dass die weg sein können und die Haut einfach aussieht wie normale Haut. Aber es ist zu teuer für mich. Selbst für mich, die sich ja sagt, okay, Luxus leiste ich mir, weil ich gebe ja sonst nie was aus. Ja, das ist der Vorteil, wenn man Allergiker ist und dann halt nur so Öko-Zeug frisst. Wenn man nur so Gemüse isst, das ist nicht so teuer in Deutschland. In Amerika wäre ich pleite. Wenn ich hochwertiges Gemüse haben wollte. Zum Beispiel. Gut. Das müsste auch noch weg, aber... Da könnte man auch... Oh, ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das hier gestalten möchte. Vielleicht ist es dann auch so über zwei Ebenen. Aber wenn wir hier schon so eine Ebene haben, könnte man hier das so über zwei Ebenen machen. Das wäre eigentlich ganz nice. Das würde eigentlich ganz schick aussehen. Ich buddel mal das hier hinweg. Damit es hier so ein bisschen gut aussieht. Und dann hätten wir hier quasi eine zweite Ebene, auf der man halt auch noch was bauen könnte. Weil das ist hier ziemlich viel Platz. Das könnte dann nach oben übergehen in den Hauptschlossteil. So ein ausgebauter Berg halt, ne? Ich hätte gerne einen ausgebauten Berg. Das würde echt gut aussehen. Aber Mann, verbrauchen wir dafür Ressourcen. Schon ganz am Anfang, wo wir doch kaum Ressourcen haben. Ja, aber erstmal ist das hier eine ganz normale Treppe. Die geht nach oben und geht dann hier nach drüben über. Und das kann auch erstmal so ein bisschen rustikal sein. Ich würde das Ganze auch gerne recht rustikal halten. Von der Gestaltung unserer kleinen Burg hier oben. Na, also... Das kann ruhig ein bisschen rau wirken. Wikingerburg-mäßig. Nichts besonders akkurat sauberes, sondern mit verschiedenen Steinen und die verschiedenen Varianten davon. Das wäre echt ganz cool. Gut. Hätten wir das dann auch. Treppenstufen. Da nehmen wir aber die sauberen Treppenstufen und dann machen wir viel mit Säulen und Treppengestalten. Ja, das kriegen wir hin. Aber erstmal wird es schon wieder dunkel. Mann, das geht hier so schnell in Minecraft. Es geht so schnell in Minecraft mit den Tag- und Nachtwechseln. Dann setzen wir uns jetzt mal nachts in unsere Butzebude und basteln uns alles, was wir benötigen, um uns da oben eine Butzebude zu machen, weil wir leben ja momentan in der Schmiede. Wir leben ja momentan das Leben eines Schmieds. In einer kleinen Butzebude halt. Okay. Was ist doch davon was? Da haben wir noch ein bisschen Kobbel. Mehr geht nicht. Daraus würde ich Treppen machen wollen. Komm schon. Das reicht nie im Leben. Wir brauchen noch viel mehr gebrannte Steine. Wir haben ja jetzt wieder ganz gut Kobbel. Dann kann man den Kobbel doch da vorne reinballern. Genau, dann können wir das nehmen wir raus. Das nehme ich in die Hand. Das nehmen wir... Nein, nein, das meinst du... Nein, das kann den auch brennen. Ist irgendwie so gar nicht so bewusst gewesen. Aufpassen! Aufpassen! Was soll aufpassen, ne? Okay, kein Kobbel mehr. Vielleicht sollte ich schlafen gehen. Ich glaube aber, wir haben wirklich keine Dorfbewohner mehr. Das passiert auf Servern recht schnell. Die werde ich dann wohl doch mal wieder ansiedeln müssen hier. Weil ich glaube, die sind alle gestorben. Aus Versehen natürlich.
Ah ja, so ging das, okay. Ich war gerade überlegen, ob ich das komplett filmen muss, aber das war wirklich nur so. Ein paar hiervon brauche ich allerdings auch. Die Stone Slabs brauche ich auch. Ein bisschen Kobbel brauche ich tatsächlich auch. Das kann weg, Pfeil kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann erstmal, ist alles voll. Dann nehme ich das noch einfach mit und das kann da rein. Und hier möchte ich noch die Erde wegpacken. Und ich wollte Kobbel mitnehmen, weil einmal machen wir jetzt noch, ich weiß gar nicht, ich habe nochmal Zaun hier gemacht. Tatsächlich so. Wow. Ich habe Memories, wie man Zäune herstellt. Speichert voll gut. Ich bin richtig, das ist ja, Mann, der Wahnsinn. Ripper? Zombies? Monster? Mumien? Geister? Finden! Endlich ihren Meister, was wollen die hier? Hey, Mona! Sie ist ein Vampir. Ich hab nichts gesagt. Meine Lieblingsserie als, naja, Kind. War ich da noch ein Kind? Wie alt ist die? Lass mich nachgucken. Mona, der Vampir. Konnte mich immer so gut damit identifizieren. Also rein hypothetisch, nicht, dass ich ein Vampir wäre oder sowas. 1999 bis 2003. Doch, da war ich 10, 11 oder sowas. War ich ein Kind. Wahnsinnig gerne geguckt. Ich mochte Mona, der Vampir, unglaublich gerne. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das ist unsere Abstufung. Die möchte ich auch beibehalten. Brauchen dann noch Gravel, um Wege zu legen. Die Abstufung finde ich okay. Muss ein bisschen gucken, ob man das hier vielleicht ganz cool gestaltet kriegt. Ich setze jetzt erstmal Treppen und schaue dann einfach, was wir damit machen können. Da wir ja den Texturen-Bug haben, ja, werden ab und zu ein paar Treppen zu Cobbles. Das ist aber... Das heißt, serverseitig bedingt und ein Texturenpack-Fehler, den ich persönlich gar nicht mal so schlecht finde, weil dieses Mischmasch immer mit den verschiedenen Texturen hat schon bei den ein oder anderen Bauten, die ich gemacht habe, zu erstaunlich hübschen Ergebnissen geführt. Also, muss ja sagen, man kann halt viele Dinge cool gestalten, wenn man mal so ein bisschen Texturen miteinander mischt. Aber an für sich ist das ein Fehler, der nicht vorkommen sollte. Der auch im Singleplayer bei mir zurzeit nicht vorkommt. Nur auf Servern ist das Ding ein Problem. Ich habe keinen Plan, warum bis jetzt. Aber wir überarbeiten das Texturenpack ja komplett, da wir aber sehr vieles damit vorhaben. Und es auch auf ein paar Modifikationen angepasst werden muss, geht das gerade aktuell noch nicht, weil wir uns mit diesen Modifikationen erst auseinandersetzen müssen. Da wir das dann im Vorfeld halt einplanen müssen, welche Texturen brauchen wir überhaupt und welche Baustelle mit den Texturen gehen wir zuerst an, etc. So, jetzt haben wir schon mal den Weg hier nach unten. Und den Boden hätte ich dann hier gerne. Ich glaube, ich möchte euch doch harmonisch sitzen haben. Ich möchte euch harmonisch sitzen haben. Es tut mir leid, aber... Das sah im ersten Moment ganz cool so aus, so den Weg nach da unten, aber es muss harmonisch sitzen. Sorry! Ohne die gute alte Harmony geht's einfach nicht. Sehr gut. Und dann nehmen wir aber den Hobbel. Und machen erstmal... Nee, weiß ich nicht. Gravelweg, Steinweg, Gravelweg, Steinweg. Vielleicht hier einen Gravelweg. Der ja dann auch da drüben hin ins Dorf führt. Das soll ja mal größer und breiter werden, eine breitere Straße. So richtig, wie man das halt hatte bei Burgen und Schlössern, dass eine breite Straße nach oben geht. Aber erstmal wird es ja eine sehr kleine Burg und dann ist das Ganze mehr wie so ein Vorposten. Zu verstehen, die Schaufel ist gleich kaputt. Ja. Jetzt dauert das wieder ein bisschen. Aber gut denken will Weile haben. Deswegen Geduld ist eine Tugend. Genauso, wenn ihr zum Beispiel Geld spart. Geduld haben. Kauft euch nicht immer gleich alles sofort, nur weil ihr es mal übrig habt. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe eine Menge Mist mit Geld getrieben. Ich war zum Beispiel früher sehr aktiv auf einer Plattform. Das bin ich heute auch noch, aber nur, weil ich es mir leisten kann. Gaia Online nennt sich die. Und die hatte irgendwann einen Echtgeldshop. Und ich habe ziemlich viel, in Anführungsstrichen, Taschengeld. Beziehungsweise erstes Geld, was ich so mit Commissions verdient habe, weil ich auf Gaia Online nämlich Commissions verkauft habe. Also ich habe halt Avatare gezeichnet.
Das mache ich auch jetzt immer noch nebenbei, aber nicht in Shops, sondern über eine richtig offizielle Webseite. Und ja, hatte ich nicht noch mehr Gravel? Das kann doch nicht aller Gravel gewesen sein. Ich muss mal rausgehen und Gravelwälder finden oder so. Tatsache. Okay, na gut. Und ich habe da halt ziemlich viel Geld, was ich so auch hätte vielleicht gebrauchen können, verschleudert für Müll, in Anführungsstrichen. Da ich aber jetzt über, was soll ich sagen, so viele Ressourcen auf Gaia Online verfüge, ist so, habe ich den horrenden Luxus, dass ich dort mir die neuesten Items und alles immer kaufen kann, weil ich einfach so gute Handelskosten dort trade. Beziehungsweise auch mit anderen Spielern. Ist schon lustig manchmal. Okay, jetzt müssen wir uns hier noch ein cooles System überlegen. Wir brauchen eine Schaufel und alles. Ich möchte halt hier so ein paar so Säulen haben und dann so einen Säulengang nach da oben und dann da oben einen kleinen Pavillon drauf und dann die Burg. Und das ist miteinander verbunden. Und das frisst Ressourcen und dafür haben wir eigentlich noch nicht genug. Aber ich fange halt einfach schon mal an. Nicht erst ein kleines Butzehaus bauen, sondern gleich klotzen, nicht kleckern. Das ist jetzt wieder das Gegenteil von geduldig sein und aufpassen und was nicht gesehen. Jeez. Oh, das ist alles, was ich brauche. Das ist korrekt. Aber ich brauche eben Willhaben für Schaufeln. Muss ich machen. Mir hier Eisen und so. Und dann mache ich mir hier noch Stöcke, Holdrio. Ja. Wenn ich mal Platz im Inventar hätte, wäre ich auch echt glücklich. Oh, mehr Kisten. Aber eigentlich will ich da unten nicht noch mehr Kisten anfangen, weil sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Dann haben wir da unendlich viele Kisten, um die wir uns kümmern müssen. Das wäre echt blöd. Weil die müssen wir ja dann alle ja irgendwann mal übertragen. Ich mag diesen braunen Stein. Stein. Diese braune Erde. Diese zweite Erde, die es da gibt. Die ist echt cool. Davon werde ich auch auf jeden Fall coole Texturen machen. Das wird richtig gut aussehen. Das sind ja momentan hier nicht meine Texturen. Es gibt ja schon eine bessere Version vom Texturenpack. Den möchte ich aber auch noch niemandem zeigen. Erstens mal, weil es dann wieder Leute gibt, die dann die Texturen aus den Videos herauskopieren werden und nachfälschen werden und so weiter und so fort. Und zweitens, weil ich damit noch nicht 100% zufrieden bin. Und ich mache sowas dann halt doch immer erst so mit 100%iger Zufriedenheit. Geht das dann schon eher. So, ja, das muss hier so ein bisschen weg. Ne? Ja, keins weg. Das muss so ein bisschen weg. Nicht alles vielleicht. Muss ich mal gucken. Ah, es ist hell. Blendet mich. Meine Haare sind übrigens immer noch nass, merke ich gerade. Die sind so ein bisschen feucht. Hier vorne, die sind, also der Pony ist immer so ein bisschen fusselig und strähnig, weil er sehr klein und sehr dünn ist. Das ist ein bisschen schwierig. Die muss man regelmäßig frisch waschen. Aber hier sind so ein bisschen nass und klamm. Ich bin in den Schneeregen gekommen. Und dann konnte ich erstmal, ich hatte keinen Bock zu föhnen, weil fand ich es auch nicht gut für die Haare, immer föhnen und sowas. Konnte ich auch erstmal gar nicht aufnehmen, weil ich einfach aus wie so ein begossener Pudel. Ganz schlimm, richtig schlimm, schlimm. Ich mag das ja nicht, so ein Schneeregenwetter. Ich will wieder den Schnee haben. Der blieb eine ganze Weile bei uns liegen. Also in der Stadt dann nicht. Als ich bei meiner Mama war, habe ich dann festgestellt, ja, nee, ist nicht. Aber erstmal so partiell an ein paar Stellen Schnee zu haben. Ja, ist ja schön so. Okay, wir müssen uns entscheiden, wie wir das hier machen wollen. Damit das cool aussieht. Muss ja dann eigentlich auch noch Stein sein. Wie gesagt, ich bin gerade am Experimentieren. Müsste dann auch Stein sein? Da könnte man dann schon so ein bisschen was obendran arbeiten. Das wäre im Bereich des Möglichen. Ein bisschen unterschiedlich an ein paar Positionen machen. Oben abschließend, dann unten abschließend. Wäre alles machbar.
Tja, Experimente, Experimente. Und es ist auch schon wieder Zeit, das Experiment Minecraft für den heutigen Tag zu beenden, denn wir haben jetzt 20 Minuten Aufnahme, das reicht. Wer soll das alles gucken, den ganzen Content, den ich immer auf meinem Kanal produziere? Schlimm, ich denke gar nicht an die Leute mit zu wenig Zeit. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren und Bewerten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Your Daily Dose Minecraft Let's Play. Ist auch, ja, klar.